Rente mit 68 bedeutet Altersarmut. Meine Damen und Herren, mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Gut so, dass der Bundeskanzler Scholz die leidige Debatte um die Rente mit 68, 69, 70 nun endlich mal mit einem Rentenmachtwort beendet hat. Er findet, dass diese in Anführungsstrichen blöde Diskussion, so hat er es selber gesagt, endlich aufhören muss. Die Rente mit 67 reicht schon aus. Die meisten von uns, 70% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, wollen gar nicht bis 67, geschweige denn bis 68 arbeiten, nehmen dann sogar Abschläge in Kauf. Und das ist genau das ganze Problem bei der Rente mit 68. Schauen wir uns doch mal an, was hierzu in den Medien bei T-Online zum Beispiel gesagt wird. Da steht dann geschrieben, ich mach's mal ein bisschen größer, dass die Menschen werden älter, also sollen sie auch länger arbeiten. Und fast täglich predigen uns ja Ökonomen, konservative, liberale Politiker gebetsmühlenhaft, wahlweise ein Ende des Erwerbslebens mit 68, 69 oder 70. Nur so lasse sich die gesetzliche Rente dauerhaft sichern. Ja, meine Damen und Herren, die Beweggründe weiß ich nicht. Vielleicht tun sie das in der Erwartung, dass die Menschen schon noch an die Heilkräfte der ewig langen Arbeitszeit glauben werden, wenn sie es oft genug nur wiederholen. Also das finde ich schon mal ganz interessant, dieser Beitragsansatz. Nur ganz klar ist, in der Bevölkerung kommt ja das alles gar nicht an. Das weiß ich selber aus diesen aus vielen hunderten Beratungen, die wir hier in der Kanzlei von Rentenbescheid24.de gemacht haben und auch machen werden in der Zukunft, dass die Leute gar nicht länger arbeiten wollen als bis 67. Und das ist schon die maximale Ausnahme. Die meisten wollen mit 63, mit 64, vielleicht mit 65 in Rente gehen. Viele schaffen das auch alles gar nicht mehr. Ja, also viele sind sogar froh, wenn sie in die Altersteilzeit gehen können und. Aber im Kern bedeutet doch die Rente mit 68. Das ist doch wohl ganz, ganz klar, dass hier können wir es einfach nur sagen, es eine knallharte Rentenkürzung geben wird. Hier steht's. Eine knallharte Rentenkürzung wird es geben. Und zwar für viele Menschen bedeutet das Altersarmut. Vor allen Dingen diejenigen, die ein geringes Einkommen haben und niedrige Rentenansprüche deswegen haben. Sogar diejenigen, die 45 Jahre gearbeitet haben und trotzdem mit 63 in Rente gehen wollen, bedeutet eine Rente mit 68 dann mit einem Schlag 3,6% mehr Abschlag, als sie mit 14,4% dann mit 67 in Rente gehen wollen. Das heißt also, ich kann das gar nicht ausrechnen, das sind über 18% Abschlag, meine Damen und Herren. Das will doch keiner mehr hinnehmen. Das ist doch totaler Irrsinn. Und das müssen wir doch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass die Altersrente für viele von uns in Deutschland die eigentliche Erwerbsquelle im Alter ist. Und die soll dann noch um zu hohe Abschläge gekürzt werden. Das halte ich für einen Skandal. Und das sagt uns aber auch keiner von diesen ominösen oder von diesen Herrschaften, die Ökonomen, die liberalen und konservativen Politiker, dass es letzten Endes hier zu massiven Rentenkürzungen kommen wird. Meine Damen und Herren, und dazu im Gegenzug dazu aber Beamte, die letzten Endes dann viel höhere Rentenbezüge im Alter oder Pensionsbezüge im Alter haben, das können wir einfach so nicht hinnehmen. Es kann nicht sein, dass wir als gesetzliche Rentenempfänger, wenn wir dann eine Rente mit 68 oder 69 haben sollten, was ich nicht hoffe, was auch mit der SPD überhaupt nicht machbar ist, mit den Linken schon gar nicht und mit den Grünen wahrscheinlich auch nicht, dass wir es dann hier letzten Endes mit deutlich höheren Abschlägen bekommen und dann auch mit einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit der Altersarmut. Das kann nicht der Stein des Weisen sein. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters ist auch aus meiner Sicht nicht der Stein des Weisen, sondern wir brauchen schlicht und ergreifend eine Verbreiterung der Beitragseinnahmen und dazu müssen wir endlich eine erwerbstätigen Versicherung einfügen. Ja, also das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu diesem Thema. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen und stimmen eventuell dem überein, was ich hier gesagt habe, dass wir hier letzten Endes eine Rente mit 68 nicht gebrauchen können, denn diese bedeutet auf jeden Fall eine Erhöhung der
Altersarmut durch höhere Rentenabschläge, die ich dann in Kauf nehmen muss. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine rentenstarke Woche. Bleiben Sie uns gewogen und wenn Sie diesen Beitrag interessant fanden, Daumen hoch und vielleicht kommentieren Sie auch mal. Alles Gute, Ihr Rentenberater Peter Knöppel.